achter Spieltag der Regionalliga Südwest. Wir sagen euch Hallo und Servus an den Bildschirmen zu Hause, auf dem Handy oder wir, wo auch ihr immer uns zuschaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Nach der Partie zwischen der SV Elversberg und den Gästen vom FK Pirmasens, quasi so ein kleines Nachbarschaftsduell Rheinland-Pfalz gegen Saarland, das es auch schon in der Vorbereitung zu dieser Saison gab, nämlich in der Vorbereitung beim Testspiel in Großbliedersdorf. Damals mit einem positiven Ausgang für unsere Elf, heute hieß es nach 90 Minuten dann leider 0:1, eine Niederlage für das Team von Horst Steffen. Und ja, den haben wir natürlich auch nach dem Spiel wieder vor der TV11 Kamera interviewt. Till Hust hat ihn gefragt, was er über das Spiel denkt, wie er das Spiel im Nachgang bewertet, genauso wie er mit den Spielern Robin Fellhauer und Torben Rehfeld gesprochen hat. Wir wünschen euch, wie gesagt, in dieser Folge TV11 Nachschuss viel Spaß. Horst, mit 0:1 muss ich deine Mannschaft nach 90 Minuten gegen den FK Pirmasens geschlagen geben. Ist es wichtig, dass die Mannschaft dieses Spiel heute schnell aus dem Kopf bekommt? Ja, wir müssen es schon auch verarbeiten. Überlegen, wie wir da gespielt haben und gucken, dass wir es besser machen. Ja, ich glaube, dass eine Analyse schon immer wichtig ist. Ja, ob wir erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind, müssen wir schon genau analysieren und müssen die Themen ansprechen und auch trainieren, die wir besser machen müssen. Und das braucht es und das braucht es bis Dienstag und dann geht die Vorbereitung auf Koblenz los und dann nehmen wir uns das vor und wollen es besser machen. Der Rückstand oder das Ergebnis hat sich eigentlich schon dann nach 2 Minuten abgezeichnet. Trotzdem war ja zu dem Zeitpunkt noch genug Zeit da, das Spiel zu drehen oder in eine andere Richtung zu lenken. Woran hat es gelegen, dass das heute nicht geklappt hat? Ja, es gab einige Gründe. Ne? Wir haben wenig Pässe gefunden, haben nicht schnell genug gepasst und gespielt. Ja, dann haben wir wenig Tiefe gehabt in unserem Spiel, dass wir wirklich nach vorne gespielt haben, immer wieder versucht, irgendwie Lücken uns zu erarbeiten, indem wir ins Mittelfeld spielen, zurück und wieder quer. Da müssen wir einfach schneller nach vorne spielen und den Gegner vor mehr Probleme stellen. Das war gerade erste Halbzeit ein Riesenthema. Dann eben auch zweite Bälle, die wir nicht früh genug erkannt haben, wo wir nicht früh genug nachgerückt sind, um dann den zweiten Ball zu bekommen, wo wir sonst auch immer wieder unsere Balleroberungen haben und auch Torschancen uns erarbeiten, waren wir nicht frisch genug, präsent genug. Und ja, dann kommt einiges zusammen, wenn wir dann in den Zweikämpfen auch oft zweiter Sieger sind, weil die Gegner sich dann einfach daran auch hochziehen und jeden Zweikampf auch gewinnen wollen und führen und wir sind nicht ganz so präsent in den Zweikämpfen, dann fühlt sich das so an, dass der Gegner ein bisschen mehr hat vom Spiel. Und zweite Halbzeit haben wir dann etwas mehr Situationen vors Tor gehabt, ohne richtig kontrolliert und sauber zu spielen. Hätte reichen können, um einen Unentschieden zu erreichen, aber trotzdem war es dann noch nicht das Spiel, was wir normalerweise spielen. Heute Heimspiel und nächste Woche Samstag dann schon wieder 14 Uhr gegen Rot-Weiß Koblenz. Ist es vielleicht gut, dass dann nochmal ein Heimspiel ansteht, mal das Ergebnis vielleicht ein bisschen umdrehen kann? Ja, es ist eigentlich egal. So ein Ergebnis kann man nicht umdrehen, weil es ist schon da. Ne? Also wir können nur daran arbeiten, dass wir ein besseres Ergebnis erzielen und das wollen wir. Und wo wir dann antreten, ist eigentlich auch egal. Ja? Also wir wollen jedes Spiel gehen wir ran und wollen Vollgas geben und gut sein. Heute ist uns das nicht gelungen und dementsprechend nehmen wir uns das sicherlich auch dann gegen Koblenz vor, das deutlich besser zu machen. Ob es auswärts oder zu Hause ist ganz egal. Torben und Sinan konnten heute noch mal von Beginn an auflaufen. Haben wir uns natürlich gefreut. Auch bei Mirza scheint die Reha oder das Training wieder voranzuschreiten. Ist das was Positives, was man mitnehmen kann für die nächsten Wochen? Ja, es ist gut, dass wir wirklich wenig Verletzungen haben, dass wir dann schon auch immer wieder reagieren können und dementsprechend Jungs immer wieder mit der Frische aufs Feld bringen. Und das ist angesagt. Wir müssen besser sein und wir haben Gott sei Dank bis auf Nico jetzt keinen mehr aus dem Training raus. Alle sind gesund und dementsprechend erwarte ich auch eine engagierte Trainingswoche. Vielen Dank. Gerne. Torben, nach 90 Minuten 0:1 Niederlage gegen den FK Pirmasens. Eine Niederlage, die wehtut? Ja, total. Also gerade auch, wie das Spiel gelaufen ist. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir einfach zu wenig angeboten. Zweite Halbzeit war dann deutlich besser. War gefühlt im Spiel, finde ich, ein Spiel auf ein Tor. Und wir müssen nachher einfach uns auch belohnen. Das hat heute gefehlt. Das entscheidende Tor des Tages ist ganz früh gefallen, nach exakt 2 Minuten. Wir waren eigentlich noch gar nicht richtig im Spiel. Was ist da genau hinten schiefgelaufen? Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ich dachte, dass der Stürmer nicht rankommt, dass Frank den Ball aufnimmt. Aber ich weiß nicht, ich müsste es auch im Video nochmal sehen. Aber trotzdem darf uns ein Gegentor in der 2. Minute natürlich auch nicht so das Spiel kaputt machen. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall viele Lernen draus ziehen für die nächsten Spiele, dass wir da einfach unser Spiel weiter durchziehen. Und das müssen wir einfach jetzt auch mitnehmen. Nach dem Derby-Sieg in Homburg hatten wir alle so die Hoffnung, dass ihr diesen Rückenwind mit heute auf den Platz nehmen könnt. Was denkst du, woran hat es gelegen, dass das nicht der Fall war?
Das ist eine gute Frage, weil ich hatte das Gefühl auch. Also ich glaube, Woche haben wir gut trainiert, wir fühlen uns alle gut, sind auch irgendwie vom Selbstvertrauen da gewesen. Deswegen hat uns das eigentlich auch, glaube ich, selber ein bisschen überrascht, so eine erste Halbzeit zu spielen. Ja gut, zweite Halbzeit haben wir es dann auch nicht wieder gerade biegen können, aber wir haben, glaube ich, noch ganz schön viele Rechtsspiele, also müssen wir einfach weitermachen. Wir haben uns gefreut, dass du zurück bist auf dem Platz. Da haben wir uns sehr gefreut. Wie geht's dir aktuell? Ja, immer besser. Also ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte, sonst hätte ich auch nicht gespielt. Also von daher volle Attacke wieder. Jetzt habt ihr wieder eine Woche Zeit bis zum nächsten Heimspiel dann gegen Rot-Weiß Koblenz. Wie sieht da die Woche aus? Ja, ich glaube, so wie jeder andere. Wir müssen halt einfach auch aus den Fehlern, die wir jetzt in den Spielen auch machen, einfach lernen und gucken, dass wir die nicht noch ein zweites Mal machen und dann möglichst wieder 3 Punkte einfahren. Fehlt vielleicht auch so der Ticken Galligkeit? Ja, gut, Galligkeit. Ich glaube, wenn wir das Spiel einfach so dominieren wie in der zweiten Halbzeit, dann muss einfach das Tor nachher fallen. Und dass es eine Galligkeit ist oder einfach dann vielleicht unsauberes Spiel, vielleicht dann auch den Schritt zu langsam zu sein, das hat uns heute auf jeden Fall gefehlt. Danke, Tom. Danke. Ja, Felle, 0:1 Niederlage gegen FK Pirmasens. Wie würdest du diese 90 Minuten jetzt beurteilen im Anschluss? Als nicht so gut von uns. Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen. Waren relativ unsauber über das ganze Spiel, auch vom Passspiel, dann Aggressivität und das alles haben wir vermissen lassen, was wir gegen Homburg so gut gemacht haben. Von daher überhaupt nicht zufrieden. Der Rückstand ist quasi nach 2 Minuten gefallen. Hattest du zu dem Zeitpunkt die Hoffnung, ja, da ist noch genügend Zeit, das Ergebnis zu drehen? Ja klar, also genug Zeit ist ja da auf jeden Fall noch. Und vom Gefühl her, wir haben ja auch gegen Homburg schon ein Spiel gedreht. Das Gefühl war auf jeden Fall da, dass wir es noch schaffen können. Aber irgendwie haben wir es nicht geschafft, so richtig ins letzte Drittel zu kommen und Chancen so richtig rauszuspielen und ja, ärgerlich oder blöd halt einfach. Bei den Pirmasensern haben heute auch einige mit ehemaliger SVE-Vergangenheit auf dem Platz gestanden. Wie robust war die Mannschaft auf dem Platz wirklich? Ja, sie haben halt mit allem verteidigt, was sie hatten, haben sich in alles reingeschmissen. Und das müssen wir uns so ein bisschen vorwerfen, da haben sie uns so ein bisschen Schneid abgekauft und ja. 8 Spieltage sind damit gespielt, bleiben noch jede Menge restliche Spieltage. Worin siehst du jetzt noch so die Aufgaben, wo die Mannschaft sich verbessern muss? Gut, wir haben einiges in den letzten Spielen auch schon gut gemacht. Es war jetzt nicht so, dass in den 8 Spielen alles schlecht war. Wir können auf jeden Fall, oder was besser werden muss, ist die Konstanz. In den Spielen und das ist so, glaube ich, das Gröbste, was wir machen müssen. Danke dir. Gerne.